immer noch nicht ganz draus, ob es eine Drohung ist oder nicht. Nein, Drohung. Ist gut gelungen. Das ist doch gut. Es ist gut gelungen. Also entscheidet ihr. Wir haben das da. Für alle, die jetzt den Podcast hören, das wäre der Moment, wo wir auf YouTube müssen gehen. Einfach jetzt genau für ein paar Sekunden. Wir haben das Bild bekommen vom Aaron Herz. Also, jemand hat Aaron Herz gemalt, ja. Inklusive Begleitbrief. Und das bei ist uns nicht Rolf Knie, können wir sagen. Es war nicht Rolf Knie. Nein, es ist schön. Und ich finde, es muss auch darum einen schönen Platz bekommen. Danke vielmals. Ja. Michael, darfst ja. du bitte neben dich stellen? Ich tue es zu mir, wo ich... Die Woche, wie sagt man? Der Eingang von der Woche. Wocheneingang ja. Kann jeweils herstellen. Also, da hat es ein schönes Plätzchen mit dem Aaron drauf. Mhm. Ich finde, von allen drei Zeichnungen, die wir jetzt haben, ist meine schon die schönste. Das ist nicht, wie ich drauf bin, aber künstlerisch am wertvollsten. Es ist trotz dir die schönste. Ja, aber es sind alle drei sind toll. Was, ja. mich ein bisschen wundert, also was mich ein bisschen verwundert ist, wieso ist der Aaron, wieso ist das anonym gekommen? Wir wissen nicht, wer hat es gemalt. Meine Vermutung, es ist der Aaron selber. Und damit herzlich willkommen zu der 6. Ausgabe Comedy Männer. Wir reden heute über einen Regierungschef in den Schlagzeilen, eine Königin in einer Bar und einen Vogel in Italien. Wird aber natürlich auch diese Woche wissen. Aaron Herz, Michael Schweizer, wie geht's euch? Gut, also zum einen ja, wegen dem Bild, das ist natürlich sehr nett, das hat mich sehr, sehr erfreut, danke vielmals. Aber zum anderen bin ich ein bisschen genervt. Ja, wir Eltern, wir sind mühsam. Wir reden viel über Kinder. Also Eltern meinst du Leute, die eben Kinder haben? Leute, die Kinder haben, Sinn nicht ältere Leute, Menschen, sondern... Okay, ja, nein, yeah. Leute, die Kinder haben, yeah. Ja, wir reden viel über Kinder, das stimmt, die sind jetzt einfach einmal... sehr präsent in unserem Leben, das ist ein bisschen nervig. Die eigenen Eltern als Gruppe nicht so lesen, ja. Aber, wirklich, der nächste Comedian, der auf der Bühne steht und sagt, alle meine Kumpels haben jetzt Kind, den schlage ich mit einer Brustpumpe und leerem Dammöl an. Fertig. Wirklich, Kollege. Was du bist das? Ist das das, was du da hier drin das machst? Kretisches Olivenöl. Kretisches Olivendammöl. Dammöl. Wird da vielleicht mal ein Begriff sein, wenn er den Kind überkommt? Okay. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Du willst es nicht genau wissen. Nein. Es hat gewisse anatomische Referenzen. Ich kann mir vorstellen. Ja. Jedenfalls. Die Comedians, die jammern darüber, dass ihre Kollegen jetzt alle Kinder haben, wirklich, ihr seid 47, es ist nicht so komisch, dass alle rundum ein Kind haben. Mach etwas anderes, aber nicht eine Nummer über alle meine Kollegen haben ein Kind über. Der ist gelaufen. Wirklich, glaubt mir's, wir würden mit euch saufen. Alle. Das Problem ist, am nächsten Tag haben wir Kind. Geht nicht so gut. Okay. Was machst du am 7. November? Ist nicht der 6. Ja, aber es geht ja um den Tag dann danach. Aha, ja. Dann habe ich Kind. Ihr werdet gerade erfahren, was es mit dem 6. und dem 7. Ja. November auf sich hat. Zuerst mal aber, Michael Schweizer, wie geht es dir? Du, es geht mir hervorragend. Was aufmerksame Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast ja wissen, ist, ich bin ja hauptberuflich nicht Comedy-Mann. Mhm. Was? Sondern ich habe ja noch einen richtigen Beruf. Ich bin ja hauptberuflich nur Skipfeltester. Richtig. Und ich habe monatelang keinen Nussgipfel von mir können testen. Ich bin einfach wirklich mega busy gewesen, mega eingespannt, mega. Also, aber jetzt ist es endlich wieder mal passiert. Ich habe wieder mal einen hervorragenden Nussgipfel gefunden. Wenn jemand wissen, wieso das so hervorragend ist, michael.schweizer.79, man findet mich auf Instagram und man findet mich auch auf Facebook. Okay, ja. Wir sind sehr gespannt. Ich würde sagen, du bachst ein und dann bringst ihn nicht mit. Ich kann euch schon mal Nussgipfel machen, aber das ist ja, einfach, weil ich den Blätterteig selber mache. Ja, jetzt kommen wieder die leeren Versprechen. Ich backe euch dies, ich backe euch das und am Tag selber, ich habe es vergessen. Ja, es war mega fein gewesen, nachher zum Essen. Also. Okay, aber kurz dazwischen, ja. Du hast keine Zeit gehabt zum Essen. Ja. Dann glaube ich dir nicht. Nein, nicht zum Essen. Ich habe keine Zeit gehabt zum Nussgipfel testen. Weißt, du musst ja nicht mehr schauen, sind die etwas, sind die nicht. Dann muss man ein Video machen. Das ist natürlich sehr intensive Arbeit. Ja, ist, also. Ja, und jetzt habe ich es endlich wieder mal geschafft. Ist online...
Schön. Ja, mich glücklich gemacht. Toll. Wieder mal einen guten Ausgib. Sehr schön. Stefan, wie geht's dir? Mir geht's auch fantastisch. Ich habe tolle Nachrichten. Wir alle haben diese Woche erstaunt auf unsere Podcast-Zahlen geschaut und müssen sagen, richtig geil. Yep. Wir haben eine scheiß Freude, dass ihr scheinbar so eine Freude habt. Wir haben wirklich fantastische Zahlen. Danke vielmals jedem und jeder Einzelnen, der jede Woche einschaltet, der das auch verbreitet. Und haben gefunden, wir wollen ein bisschen etwas zurückgeben. Und darum bin ich in ein neues Business eingestiegen. Ins Party-Veranstaltungs-Business. Ich habe diese Woche Party anfangen zu organisieren, die wir jetzt gerade gefixt haben, vor wenigen Augenblicken. Und zwar am 6. November gibt es die allererste Comedy-Männer-Party für alle Comedy-Männer und Comedy-Frauen, die natürlich herzlich eingeladen sind. Wir werden am 6. November gemeinsam mit euch feiern. Das wird dann unsere 10. Ausgabe sein, die wir aufnehmen vor Live-Publikum. Und wenn wir das ja schon mal gemacht haben mit dem SRF und gefunden haben, ja, wir müssen ja schon noch einen oben drauf geben, gibt es eben nicht nur eine Live-Aufnahme, sondern nachher anschliessend gibt es noch eine Party. Was euch dort erwartet, wo das Ganze ist, findet ihr zum einen jetzt schon auf YouTube, da unten verlinkt, zum anderen auf unserem Social-Media-Kanal, wo ihr bitte folgt, auf Instagram und Facebook, da gibt es auch bereits eine Veranstaltung. Und wir werden dann sicher ein bisschen später im Podcast auch noch darüber reden. Also muss ich auch kommen? Du musst auch kommen. Und ich will einfach nur eins sagen. Er hat irgendwie vor ein paar Tagen gesagt, komm, mach eine Party. Und ich so im Vorbeilaufen im Büro, ja, ist gut, mach das. Ja. Zwei Stunden später, das ist das Lokal, so viele Leute haben Platz, das ist das Programm und das ist der Flyer. So, und ich so, was? Das ist zusammenarbeiten mit dem Stefan Büsser. Von der Idee zu der fertigen Umsetzung geht es 30 Minuten maximal. Ja, ja. Plötzlich kommt er mit einem Flyer. Ich so, wenn ich den Flyer habe. Ich habe einfach gestaunt, was der Stefan Büsser für Mühe auf sich nimmt, nur dass er kann dort irgendetwas dann auch noch machen kann. Dass er einen Grund hat, um sich zu betrinken. Unglaublich. Jetzt, wo der basically du drum. 7. November, Aaron, vielleicht gut, wenn jemand Kind hat. Also der 7. November ist der Tag nach der Tag nachher. Das ist aber am 6. Mach jetzt keine Verwirrung. Es könnte ein bisschen später werden, an dem 6. November. Also, tragt euch den schon mal ein. Wir werden nachher noch erzählen, was für unfassbare Highlights. Ja, also, könnt ihr jetzt auf Social Media nachschauen, sofern Kanal funktioniert. Man weiß es nicht so genau. Es ist mir letzten Montag, als ich den Podcast geschnitten habe, nachdem wir aufgenommen haben und schon habe, weißt du, Promo machen, hey, es ist auf YouTube drauf. So. Wenn auf Insta posten, okay, nix. Mhm. Oder irgendwie 6 Stunden down gewesen, Instagram, Menschheit am Ende. Mhm. Und lustig, Instagram, WhatsApp und Facebook gleichzeitig down. Was für ein Zufall. Das stimmt, gell? Alle drei. Komisch. Ich dachte. Ja, und plötzlich ist Telegram nicht einmal so eine hässliche Cousine gewesen, hä? Irgendwie wie viel? 70 Millionen sind übergeströmt. Wir haben am Montagabend am letzten Telegram runtergeladen und da dachte ich so, hä? Also, wieso geht jemand auf Telegram, nur wenn jetzt WhatsApp down ist? Ja, ich habe es ein bisschen komisch gefunden. Es ist ein das Gefühl, wie wenn du schaust im Kühlschrank, hat es noch etwas Feines zu essen, hat es nichts. Und dann findest du, ja gut, dann nehme ich halt Katzenfutter. Einfach auch etwas ins Maul nehmen. Nein. Also, ich habe es zuerst gar nicht mitbekommen. Oder? Weil auf Instagram ist nichts gestanden. WhatsApp hat auch niemand geschickt. Oder? Da bin ich zuerst so ein bisschen lost gewesen, muss ich sagen. Das verstehe ich. Ja. Mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe plötzlich auch nicht mehr gewusst, welche Produkte muss ich jetzt gut finden, weil ich keine Influencer mehr hatte, die mir gesagt haben, was gute Produkte sind. Ja, es ist, glaube ich, irgendeine Mami hat jetzt wirklich das Internet kaputt gemacht. Ja, wo ich es dann mitbekommen habe, als erstes meiner Mutter angerufen, bist du das gewesen? Das Internet gelöscht. Ja. Macht nichts, ich habe es noch zweimal ausgedruckt. Ja. Einfach immer. Hast du immer zweimal ausgedruckt? Ich kann das Internet zweimal ausdrucken für den Fall, dass irgendeine Mami das Internet löscht. Gut, also, das ist noch das Backup. Da sind wir, sicher. Ich habe zuerst einfach wirklich gedacht, ja gut, das ist jetzt einfach wieder so eine normale Swisscom-Störung. Mhm. Ja, hätte gut können sein. Aber das Schlimme habe ich gefunden, man hätte keine Fotos von dem Drama können posten. Ja. Die erste Stunde ist es mir gut gegangen, die zwei Stunden auch. Und dann so ab der dritten Stunde habe ich random angefangen, Leute anzuhören und beschreiben, was ich gerade gesehen habe. Also, ich hocke da auf meinem Balkon, fotografiere da die andere Hausseite rüber. Es ist immer die gleiche Aussicht, aber jetzt scheint gerade das Licht so schön rein. Und wenn es jetzt noch einen Filter gibt, dann wäre es wahnsinnig toll. Ja gut, wir lachen jetzt, oder? Aber die Verzweiflung war ja wirklich gross gewesen. Also es hat Teenager gegeben, die hätten um ein Haar das SRF eingeschaltet. Oh yes, gut stark. Oh je, je, je. Das ist nicht mehr lustig. Aber ich hätte für alle daheim, die uns hören, einen guten Tipp, wenn Social Media down ist, egal ob Social Media down ist oder nicht, wer immer erreichbar ist, sind eure Grosseltern. Ja. Läutet doch wieder mal an. Einfach mal wieder anrufen.
Machst du das regelmäßig? Nein, meistens läutet mein Grosse Mira. Ah, okay. Ja, ja. Sie ist sehr zuverlässig, so ein-, zweimal pro Woche läutet sie an. Ah, cool. Ja. Mhm. Ich mache auch ihre Finanzen drum. Das ist immer so, du, habe ich noch Geld? Also, du machst Finanzen von... Ich mache Finanzen von meiner Grossmami. Also, wie will eine Grossmami machen? Von meiner Grossmami, die weiss es. Und dann mache ich Finanzen noch von anderen, die wissen nichts davon. Hoi Stefan, ist gut gewesen, ich habe dich doch gesehen. Weißt du, im Dunstigjass. Oh, mir hast du mich doch gesehen im Dunstigjass. Hey, nein. Und allen muss noch sagen, es ist ein bisschen knapp mit der Finanz. Ja. Los, der Monat musst du jetzt noch mal ein bisschen. Da musst du noch mal ein bisschen beißen. Ist ein bisschen etwas weggegangen. Ja, musst du ein bisschen schauen. Kein Fleisch der Monat. Kaffee, Steuer bei dir. Ich weiß ja noch, wie es war im Krieg. Ja, nein, es ist wirklich so. Also ich mache Finanzen von meinem Grossi und das Herzigste ist immer so, einmal im Jahr hat sie einen Termin mit dem Banker und da gehe ich dann logischerweise mit. Ja. Ich habe Vollmacht auf dem Konto und dann nachher erklärt er. Mit dem Anwalt. Dann erklärt er ihr Depot. Sie hat das völlig risikofrei angelegt. Aber sie hat das Media-Gruppe investiert. Nein, und dann erklärt er, sie kommt dort nicht raus. Also sie hat das Leben lang nie mehr so Finanzen machen. Darum ist sie, oder? Sie hat dann vom Opa gesagt, da hat es geheißen, so viel kannst du ausgeben. Und sie ist so herzig, wie sie sich immer vor dem Banker rechtfertigt. Ich brauche nicht viel. Ich muss zweimal im Monat zum Coiffeur. Und ich sage immer, Oma, du kannst auch viermal gehen. Es lange. Muss man mal sagen. Er soll sagen, spinnst du eigentlich? Das geht jetzt nur noch einmal im Jahr. Das ist fürs Nord. Nein, es ist mega herzig. Ja. Nein, ich mach das auch gerne. Nein, ich habe es überhaupt nicht schlimm gefunden, den Social Media aus. Nein, ich auch nicht. Nein. Das gut. Es wäre mir lieber gewesen, es wäre jetzt nicht aber ein Tag, wo wir das Zeug posten, ja. Aber mein Gott. Ja, aber die lustigste Aktion hat Gabriel Vetter durchgezogen. Ich habe wirklich fisch müssen lachen. Er hat irgendwie, glaube auf Twitter hat er dann aufgerufen. Ja, es wird nicht auf Facebook. Nein, wir nicht auf Facebook, ja. Hat auch nicht allen angerufen. Nein, auf Twitter hat er aufgerufen, dass alle sollen über ins Gästebuch von der Guckenmusik Reipfluderin Schaffhausen. Und ich bin dann schauen und es sind wirklich, die Leute sind wirklich über und haben in dem Gästebuch angefangen an zu schreiben, als wäre es ein Messaging-Service. Sehr, sehr lustig. So lustig. Ich denke mir, der dort für die IT verantwortlich ist, hat kurz Vögel bekommen. Weisst du ihn ab, los? Ja, weisst du, was ist da? Ich kann mir jetzt noch vorstellen, dass im Gästebuch von der Reipfluderin in Schaffhausen hat wahrscheinlich, weisst du, der Admin noch ein Höckchen drin, dass er immer eine Benachrichtigung bekommt. Ping, ping, ping. Er hat einen lustigen Abend gehabt. Und wahrscheinlich den Gabriel Vetter von früher. Ja, eine Riesenaktion. Habe ich sehr, sehr lustig. Ich fluder ist auf Haus. Apropos lustige Aktionen. Die nächste Meldung möchte ich gerne Michael Schweizer vorlesen. Er hat mich wirklich inständig darum gebeten, dass er das darf, dass er die Meldung vorlesen darf. Bitte schön, Michael. Also warte, ich muss mit dir auf den Laptop. Letzte Woche legen Klimaaktivisten von... Ah, das kann ich nicht sagen! Ja, eben drum. Er hat sich so aufgeregt. Ja, aber gebt euch doch einen Namen, den man aussprechen kann. Extinction Rebellion. What the fuck, Alter? Gebt euch doch einen Namen, den man aussprechen kann. Greta Thunberg kann weltweit jedes Kind sagen. Sag, wie sagt man es? Extinction Rebellion, hätte ich jetzt gesagt. Ja, eben, du weißt es selber nicht. Extinction Rebellion, ja. Mich interessiert die Gruppe auch nicht, darum. Ich glaube, wirklich. I don't care. Die haben auf jeden Fall mit gezielter Aktion an mehreren Tagen die Stadt Zürich versucht, lahmzulegen. Ist zu etlichen Verhaftungen gekommen. Wow. Ja. Besser Zürich blockieren können eigentlich nur noch die Autofahrer selber. Ja. Oder? Das weiss man. Es ist zu Stau gekommen in Zürich. So, okay. Wie eigentlich jeden Tag. Das ist jetzt so, wow, sie haben etwas mega Gutes geschafft, sie haben Stau gemacht. Ja, also wenn sie wirklich Aufmerksamkeit hätten wenn in der Stadt Zürich, dann hätten sie schauen, dass es keinen Stau hat. Dann hätten plötzlich alle gesagt, oh krass, wow, haben sie das gemacht. Ja. Also so, ich habe so gedacht, als ich die Aktion gesehen habe, oder? Sitzen, sich nicht bewegen und damit etwas wollen bewirken. Ist ein bisschen wie Politiker im Thema Klimaschutz. Ja, das ist so. Gut, ich finde es erfrischend, wenn sich Leute mal weißt, so für wissenschaftliche Erkenntnisse einsetzen. So ein bisschen. Das ist neu. Das ist immerhin, da muss man ihnen ein Kränzchen finden. Jetzt ist Art und Weise vielleicht, aber zumindest. Gut, ich habe es eigentlich noch gut gefunden, endlich mal ein Protest ohne Glockengeläut.
Das war noch angenehm. Gut, weißt du, wenn Zürcher anständige Autos hätten, nicht nur so mit ihren kleinen Mobility-Büchsen rumfahren würden, dann hätte man die Blockade auch ein bisschen schneller können lösen können. Hätten wir einfach mal ein paar vom Zürichberg können, aber abschicken, schön mit dem SUV, oder? Und einmal durchfliegen. Einmal durchfliegen, Problem solved. Gut, wenn ich dir Zürich laufe, finde ich, hat es genug. Motorisiert, gut motorisierte Autos. Das stimmt auch. Ja, aber die Straßen sind auch. Da musst du ein gutes Auto haben. Ja, ja, du, das ist der Zürichberg, das ist ein Steil, gell? Du musst dann aus der Dettung ja, zuerst Winter, mal hochkommen. Im Winter. Im Winter dann noch. Da kommst du nicht auf mit Summe. Nein. Nein. Wir sind auch die Leute von der Landwirtschaft dort oben am Zürichberg. Ja, die müssen, ja. Die müssen ja den Zink auch ein bisschen herbringen. Ist es so? Ist es so? Nein, ja. Ich bin nicht so Fan von der Aktion, muss ich sagen. Boah. Ich finde es jetzt auch nicht mega schlimm. Wie gesagt, Stau in Zürich, ja, ist so mäßig. Ich finde es ähnlich doofe Quengelei wie die Corona-Demonstrationen. Also für mich ist es einfach, wir leben in dieser Demokratie, wo es so einfach möglich ist, dass das ganze Volk über etwas entscheiden kann. Absolut. Wenn ihr Klimaziel durchsetzen für die Schweiz, dann macht eine Initiative, wir stimmen darüber ab. Und ja, vor allem also dann das machen in einer Stadt, wo, seit ich mich zurückerinnere, rot-grün dominiert ist, oder? Wo rot-grün regiert wird, Zürich, oder? 2000 Klimawatt Bevölkerung, oder wie sagt man? Oder wo Parkplätze abgeschafft werden, wo 30er-Zonen eingerichtet werden, oder? Schon irgendwie in den 90er-Jahren, der sogenannte Schwellenrudi, wo überall Verkehrsberuhigungen hat werden. Also die machen, seit Menschengedenken machen sie etwas, oder? In der Stadt, und dann gehst du dich sperren. Ja gut, ja, wow. Anderes Thema, am Mittwochmorgen am letzten ist bekannt worden, dass es im österreichischen Kanzleramt eine Razzia gegeben hat. Die Vorwürfe von der Staatsanwaltschaft die sind recht schwer. Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit. Der erst 35-jährige Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine Partei sollen unter anderem positive Medienberichte gekauft haben. Jawohl. Nicht gekauft. Krömelt. Bei Kind sagt man krömelt. Sie haben positive Medienberichte krömelt. Der Sebi ist jung, ja. Ja, jung. Ja, die heutige Jugend. Ja. Saufen, kiffen, Medienbericht kaufen. Es ist nicht mehr wie früher. Es ist nicht mehr wie früher. Ja gut, gell? Die Beamten sind auch an die Tür gekommen, oder? Und haben gesagt, du, sind echt deine Eltern da? Bis jetzt haben die Pfandri im Zimmer ja nur Lego und Pokémon gefunden. Aber was ich nicht so, also was ich, die Schlagzeile so, er hat positive Medienberichte gekauft. Ja, logisch kauft er keine negative Medienberichte. Er geht nicht so, da nehmen wir Geld und jetzt stampfen wir im Boden, machen wir richtig schlecht, aber so richtig schlecht. Dass das nicht passiert, ist ja klar. Also. Ja, und dass der Jung Sebastian kauft Medienberichte. Dann habe ich gedacht, ja, wo, in der Bravo oder im Donald Duck? Wo hat er Medienbericht gekauft? Was kennt er für Medien? Ja, ich habe mich letzte Woche schon gefragt, heisst es beim Sebastian eigentlich Rücktritt oder Kurzschluss? Ja. In seiner Biografie wird dann irgendwann mal stehen, ich war jung und brauchte das Amt. Das ist definitiv der Fall, ja. Aber es ist schon fast herzig, nicht? Er kauft so einzelne Berichte. Weißt du, bei uns kaufen ja Populisten ganze Zeitungen. Ja, die ganze Verlage. Ja. Das ist irgendwie herzig. Schöne andere Geschichte von dieser Woche. Statt Wildschwein und Reh haben Schweizer Jäger in der letzten Woche versehentlich zwei Ross und ein Lama erlegt. Ja, und andere erfahrene Jägerinnen und Jäger haben dann in den sozialen Medien verständlicherweise sich da sehr kritisch dazu geäußert. Ja. Du Schatz, hier ist Pfeffer lahm ein bisschen. Stimmt da etwas? Woher hängt er das? Ein bisschen pelzig auf der Zunge. Nein, aber die gute Nachricht war schon, dass Geraldine Knie beim Abschuss nicht auf dem Ross kam. Ja, oh Gott. Weißt du, wer die Entwicklung auch nicht geil findet? Rösser und Lamas. Ja, aber Gott, sind nicht Rösser und Lamas in den Schweizer Alpen ein grosses Problem? Die fressen das Gras weg, die machen den Boden kaputt, die reissen wahrscheinlich auch Schaf. Es ist vielleicht nicht so falsch, wenn man die zum Abschuss frei. Das ist gut möglich. Ja. Aber weißt du, ich habe noch gedacht, wenn dein Mann über ein Ross vom Lama kann unterscheiden kann, ich würde mir es langsam überlegen, ob du noch im gleichen Haushalt wohnen willst. Das kann gefährlich sein. Gefährlich sein, das stimmt. Oh, Schatz, was hast du heute geschossen? Ein Lama! Ja. Stell dir vor, du musst heimkommen oder nur schon deine Jacke holen, kommst du zurück zu der Hütte. Look!
Alter, was ist passiert? Ja, was ist schlimmer zu sagen, ich habe nichts geschossen oder ich habe ein Lama geschossen? Also, nicht, nein, ich habe nicht getroffen. Ein Lama ist ja in meinem Krieg rein. Das lebt ja nicht frei im Wald. Ja, du musst halt irgendwo einfach anfangen. Ja, scheiß Reh, rennen auch immer was weg. Was ist am Tierpark Goldau vorbeikommen und ich von ein Hirsch? Was hat er gemacht? Ja, vielleicht hat er angefangen beim Metzger, weißt du, wo schon die toten Tiere liegen. Ja. Und hat er mal dort geschossen. Unfassbar. Ne? Aber es gibt doch die Lama-Trackings, er hat das auch mal gemacht im Liechtenstein raus. Vielleicht ist bei so einem, vielleicht sind die gar nicht im Keks, jetzt tust du mir vielleicht Unrecht, hä? Ja, aber sind die mit 2 Stundenkilometer sind dann die. Ja, aber dann sind sie so alleine. Also die drauf hocken. Und wir dürfen auch nicht vergessen, oder so, nach einer Flasche Weissen am Morgen um 8 Uhr, da kann man einmal ein Ross mit einem Lama verwechseln. Wem passiert das ja, nicht? Ja, hallo, der Beste. Ja, das passiert der Beste. Alter, das passiert nicht der Beste. Was hat er gemacht? Hat er den ausgestopft, daheim über das Bett gehängt? Also, jetzt haben wir die geschossenen Tiere. Einfach die Grindtäter nach dem Handhaben jetzt. Hallo, das ist im 2001 und habe ein Lama geschossen. Das was? Gehört der in der Schweiz zu den Big Five? Vom Heli aus. Ja, vom Heli aus. So über den Tierpark Goldau. Ja. Ein abbundes Lama. Hans-Peter, bist du bereit? Du bist abbunden und sediert. Ui, nein, das arme Lama. Hey, Leute, das arme Lama. Wirklich. Nein. Gut, sie haben ja dann auch den Jäger nachher befragt, ja, gell? Er hat ja gesagt, es sei notwendig. Das muss man ein bisschen relativieren. Ja, und bei den Rossen habe ich gehört, die ganz tragische Geschichte, es sind ja ihre eigenen Rossen. Währenddem sie geritten sind und dann nachher müssen runterlaufen. Ja, der Huren sich noch schleppen. Nein, die Rosse waren ganz klar ein Versehen. Das tut mir schon ein paar leid. Aber das dreckige Lama hat gespeuzt. So war es und nicht anders. Wirklich. Du speuzest mich nicht an. Ich bin heute am Jagen. Oh shit. Aber ist wirklich ein Trend nicht. Ich kenne unheuren viele Leute, die angefangen haben zu jagen. Yeah. Rundum, also mal alle Bündner, das ist mal sicher. Ja, ohne Jäger kein Wild, gell? Ja, also ohne Jäger keine Lamas. Ohne Jäger mehr Lamas. Ohne Jäger mehr Lamas. Ja, und das, also, das ist eine Population, die man muss im Gleichgewicht halten muss. Also überhaupt nicht gegen die Jagd. Alles ja, nein, gut. Absolut. Ja. Das hast du jetzt nur, weil sie Gewehr haben. Wir haben nichts gegen die Jäger. Foxy sieht nicht aus wie ein Lama. Nein, aber ich habe tatsächlich, also dort, wo ich wohne, im Zürich-Unterland, dort wird auch geschossen. Und ich habe ab und zu auch schon, wenn ich mit der Foxy durch den Wald gelaufen bin, so gedacht, ja, in einem schlechten Moment, also so weit weg vom Hase ist sie jetzt nicht. Also weißt du, gerade wenn sie so im Gras, wo hoch ist, dann hüpft sie wirklich so. Und dann hast du gedacht, wenn da einer jetzt von weitem in die Fall ja, und kannst du mal sagen, was willst du, die Jäger machen sich ja auch ein bisschen zum Sport. Also, nicht. Wenn da ein Hund freiläuft und denkst, wir haben gesagt, ihr sollt den anbieten. Ja. Aber weißt du, so weit weg vom Hase ist sie nicht. Also, du musst eins sehen, wenn ein Jäger in der Lage ist, ein Reh und ein Lama zu verwechseln, dann ist er in der Lage, ein Reh und Foxy zu verwechseln. Ha, das ist ein kleines Krebs! Ja, auf die Distanz. Ja, auf die Distanz. Es hat geraschelt, habe ich geschossen. Wir gehen weiter zum Globi. Ja. Bleiben bei den Tieren sozusagen. Das neueste Globi-Abenteuer ist eine Reise durch Italien. Zusammen mit dem 2017 verstorbenen Sternekoch, der unbedingt auch Michael Schweizer will aussprechen. Guardiero Marchese. Genau der. Aber nicht nur die Esskultur von Italien ist ein Thema, sondern Rezepte sollen Kinder dazu anregen, selber anfangen zu kochen. Ja, aber jetzt Moment mal. Finde ich eine komische Story. Wieso fährt der Globi mit einem toten Koch durch Italien? Da tönt so ein bisschen mehr nach Globi bei der Mafia. Immer Ärger mit Globi. Es gibt doch den legendären Film «Immer Ärger mit Böhm». Großartig, riesig. Vom Rezept vom Globi, also ist das denn so etwas mit Flügel oder was? Also mit was? Nein, ja, Rezept für Vogelfutter. Wobei, ja. In Italien wäre es wenigstens warm genug, um oben ohne rumzulaufen. Vielleicht ist der Globi drum auf Italien. Ja. Hast du das schon gesehen? Mhm. Die Geschichte fängt ja so an, dass der Globi 10 Tage in Quarantäne ist. Die
ersten 10 Seiten ist er einfach nur in Kante. Ab und zu nimmt das Telefon ab und läutet es vom Contact Tracing. Aber noch im Zimmer ist zu. Buongiorno. Ja, ist gut, bin ich da. Dann kann es der Band endlich losgehen. Wo ist jetzt der Tokoch? Ich frage jetzt nach dem Zertifikat, ob er über alles parat hat. Ja. Der Globi. Der Globi. Mein absoluter Lieblingsbücher beim Globi. Globi bei den Höhlenbewohnern. Das ist mein Lieblingsbuch mit dem Kroll. Hat er dort Kroll, das ist sein Freund. Dann Globi bei der Rettungsflugwache. Auch sehr gut. Dann Globi wird Cowboy, habe ich auch sehr gerne gehabt. Globi bei den Höhlenbewohnern ist mein absoluter Lieblings. Und da hat er gerade gestern fertig gelesen. Ja, ja. Das habe ich immer noch schön ausgemalt. Kann man vorstellen. Anderes Thema von der Woche. Zum schneller an eine Bar zu kommen, hat die Queen Elizabeth unter ihrem Palast einen geheimen Durchgang. Der ist jetzt rausgekommen. Wow. Einer von diesen Tunnels führt direkt in eine Cocktailbar. Ja, denkt, wie wäre es mit einer Cocktailbar im Palast. Ja. Platz, Hitz, wieso der Aufwand mit dem scheiß Tunnel? Ja, das ist schon wichtig. Meine, sie sieht mittlerweile auch so ein bisschen hydriert aus, oder? So ein dehydriert. Oder dehydriert, Entschuldigung. Da braucht sie vielleicht den anderen trinken. Ich habe mich einfach gefragt, wohin hat sie sonst noch so Tunnel? Ich habe Angst bekommen, dass sie dann mal so neben meinem Bett steht, wenn ich schlafe. Das ist ein bisschen creepy, finde ich. Na, wenn du dir vorstellst, wie Queen durch den Tunnel geht, dann rufst du dich automatisch hinterher. Einfach nicht ins Licht gehen! Einfach nicht ins Licht gehen! Philipp, bist es du? Ich habe mir dann einfach so vorgestellt, wenn Queen so in einer Bar steht auf einmal, dann wird sie doch von so betrunken angeflirtet. Und dann, hey, was machst du? Ja, ich bin Queen. Oh, Queen, ist das ein alkoholfreier Drink, den du da hast? Meinst du, Queen? Also, hey, was machst du? Ich bin Queen. Geil, sing Bohemian Rhapsody. Stell dir den Heimweg vor, weißt, wenn sie so betrunken ist. Mhm. So, ich auf all den Tunnelblick. Gut, auch der Prinz Andrew hat ja einen eigenen Tunnel. Oder? Direkt in einen Jugendtreff. Also, wenn man den Medienberichten glaubt, nicht nur in einem Jugendtreff. So zwei, drei. Okay. Wir gehen weiter ins Berner Oberland. Und zwar auf Wimmis. Dort haben die Mitglieder von einer Freikirche Kind auf dem Schulweg abgefangen, um ihnen dann religiöses Material zu geben. Ja, Wimmis hat 2600 Einwohner, oder? Das ist wirklich mal eine Freikirche, die Big Time Global hat. Ja. Nein, die sind hartnäckig. Die haben da wirklich jedes von diesen drei Kindern in Wimmis haben sie angefangen. Jedes einzelne und Kind. Und sind noch Geschwister die gewesen, oder? Ja, das war noch. Und wenn sie haben den Kindern Bücher gegeben, oder? Ja. Ja. Und alle Lehrer so toi, toi, toi. Ja, gut. Weißt, solange es den Kindern nur ihre Bibeln zeigen, finde ich. Ja, gut. Ja, fair enough, dann ist es okay. Die Kinder will aufs Kreuz legen. So sieht es aus. Ja, ja. Wer weiß. Hätten die noch das Beste wollen, ist ja klar. Ja, und was haben sie denn so für Sprüche abgelassen? Weißt du, diesen Kindern gegenüber? Ja, ja, weißt du, ich bin früher auch mit dem Teek in die Schule gelaufen. Ja, ja, bis ich Jesus entdeckt habe. Ich glaube, sie haben dem Kind versprochen, wenn sie die Bibel lesen, kommen sie 50 Franken Gutschein über. Das ist das Beliebsprinzip jetzt, heutzutage. Aber kannst du fast alle haben. Aber müssen denn die Kinder nachher auch 10% von ihrem Znüni abgeben? Wie muss man sich das vorstellen? Also, hey, ich glaube das genau. Ja, nein, man hat dann auch reagiert, oder? Von der Schule und von den Eltern aus. Die Kinder sollen jetzt einfach den freien Kirchler sollen jetzt einfach auf den Handy so Pornos zeigen, die dich lassen. Weißt du, schnell bist du die los. Gott. Es gibt, ich habe doch den alten Gag, glaube ich, aus meinem letzten Programm. Wie alt ist der Gag? Ja, ich glaube, ich spiele ihn seit etwa 10 Jahren. Aber funktioniert irgendwie immer noch. Und ich sage, die einzigen Menschen in Zürich, die freundlich Grüezi sagen, sind die, die am Samstagmorgen um 6:30 bei dir läuten und finden «Ding dong, Grüezi! Möchten Sie Zeuge Jehovas werden?» Und wenn du die willst loswerden, musst du sagen «Nein, vielen Dank, aber möchten Sie mit mir ein Jehovas zeugen?» Ah, und da lachen nachher die Leute. Da lachen tatsächlich die Leute. Die sind noch nicht so abgestumpft wie ich. Die haben noch Freude am Leben. Ich muss aber ehrlich sagen, als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich auch gelacht. Auch klar. Ja, natürlich. Ich habe Schweizer als alter Stalker von mir ist natürlich schon sechs Programme schauen. Ja, ich bin aber nicht der Einzige, wo man das, sagen. Das stimmt. Ja, der Stefan Büsser nicht kennt, bevor ich nicht in Zürich geschafft habe. Ja, gut. Du hast mich beim Radio kennengelernt. Und wenn er meint kennengelernt, dann meint er nicht persönlich kennengelernt, sondern das erste Mal überhaupt etwas von ihm gehört. Ich weiss, an meinem ersten Tag bei SRF3 habe ich, wie heisst sie jetzt? Rahel Giger. Rahel Giger. Bin ich mit der Rahel Giger ins Gespräch gekommen, Moderatorin bei SRF3.
und fragst sie so, was machst du so beim, was machst du da so beim Sender? Sie so, ich moderiere, ich, okay. Und wegen Zeugen Jehovas noch, ihr schon zweimal geschafft, um mit Zeugen Jehovas so lange diskutieren, dass bis sie gesagt haben, ja, wir müssen jetzt weiter. Ich habe es schon zweimal geschafft, mit Zeugen Jehovas so lange diskutieren, bis gesagt, okay, wir konvertieren jetzt zum Islam. Ja, beides ist im Dienst der Gesellschaft, finde ich. Absolut. Okay. Wir haben noch einen. 40-jähriges Mami hat ihren Sohn in die Schule schicken und ist darum auf Tschechien geflüchtet. Dort hat sie ihren Sohn in einem Bordell unterrichtet. Jetzt steht sie vor Gericht. Wir haben uns gefragt, welche Fächer haben sie dort, Achtung, durchgenommen? Oh Gott. Ja, nein, aber ich stelle es mir noch interessant vor. Ich meine, so ein Bordell, da gibt interessante Sätzli-Aufgaben, ja, oder? Am Morgen bringen zwei Zuhälter fünf verschleppte Frauen. Jawohl. Am Nomi flüchten drei wieder. Ja. Und am späteren Abend kommen neun Freier. Ja. Frage, wer hat HIV? Oh Gott, Alter. Nein. Gut. Kannst du sagen, was du willst, aber der Bub wird jetzt sensationell gut sein in Anatomie. Also das wird er drauf haben. Das ist klar. Und später, wenn man ihn dann mal fragt, du hast du in der Schule einen Fensterplatz gehabt, dann wird er sagen, nein, Schlafzimmerplatz. Und immer wenn er langweilig ist, hat er Strichmännli gemalt. Und sein absoluter Hassfach, natürlich Analgebra. Das hat er überhaupt nicht lustig gefunden. Das kann ich auch ein bisschen verstehen. Das Problem ist, er kann auch nur bis 69 zählen. Und welche Buchstaben hast du heute gelernt? Ja. Gut, ganz ehrlich, die ganze Geschichte mit dem gleichschenkligen Dreieck, das hätte ich jetzt im Bordell auch gerne gelernt. Weißt du, was ich meine? Also das ist so, dort wäre ich vielleicht auch aufmerksamer gewesen als damals in der Schule. Ja, und immer wenn er den Unterricht gestört hat, hat er nachher müssen nachwichsen. Oh Gott. Wir sind auf dem Tiefpunkt angekommen. Ja, wir machen uns über Kinder lustig, die entführt werden, zu einem Bordell unterrichtet werden. Das ist wirklich. Man muss gewisse Sachen einfach mit Comedy aufarbeiten, weil sie einfach so tragisch sind. Es gibt wahrscheinlich tausende Kinder, die in Bordell oder in bordellnähe Betrieben aufwachsen. Oh, ich habe Kollegen in einer Beiz aufgewachsen. Das ist ja fast das Gleiche. Je nach Uhrzeit. Ja. Oder schlimmer sogar. Und ja, notabene habe ich mal über einem Puff gewohnt, einen Stock höher. Das war schon noch interessant. Wie sagst du dein Mutterhaus? Hä? Mein Mutterhaus? Wo bist du aufgewachsen? Nein, ja, nicht auf dem Elternhaus. Nach dem Elternmutterhaus. Ja. Das Mutterschiff. Ich habe mal über einem Puff gewohnt. Und das ist schon noch interessant, weil da die Klientel, die dort ein- und ausgeht, und ich bin dann manchmal so vom definitiv. Und ich bin dann einmal so mit dem Säck gekommen, weißt du, vom Laden, wo ich dann nachher ist, gepostet und habe so, ja, mein Name so gerade, excuse, könnt ihr mir noch die Türen aufheben? Und die haben mir geschenkt, Uli. Die meisten hat sie mit vollen Säcken. Ja, das ist einfach so. Alter. Was ist los, heute? Oh Gott. Wisst ihr, was das Schlimmste ist? Das weiß man jetzt nicht, wenn man es hört, aber es ist noch nicht mal 12. Also, weißt du, wir nehmen den Morgen auf und sind schon so drauf. Gut. Aber jetzt haben wir gar nicht über uns Fest geredet. Das machen wir jetzt dann selbstverständlich gerade noch, würde ich sagen. Also, wir beschließen jetzt, glaube ich, mit dem Thema und dem Hinweis, dass wir auch über tragische Sachen sich durchaus mal lustig machen ohne dabei zu verkennen, dass es nicht immer nur lustig ist im Leben. Aber die schönen Momente, die kommen wieder am 6. November. Mm. Achtung, jetzt zuerst closer und dann reden wir drüber. So, 6. November, Freunde der Grobmotorik, könnt ihr euch darauf freuen. Also, Freunde der Grobmotorik, sage ich, weil ich Michael Schweizer das erste Mal wieder gesehen tanzen in meinem Leben. Das kann ich mir schon, ich glaube, das kann, ja, also du wirst müssen tanzen. Tanz doch nicht. Also, andere, ist da auf dem Programm? Das ist ein offizieller Programmpunkt. Es hat eine Stange. Der Michael tanzt. Steht so auf dem Flyer. Ja, du hast den Flyer gesehen. Ja, sag mal, was alles auf dem Flyer steht. Also auf dem Flyer steht die Party. Es steht Quotenmänner. Es geht los. Comedy-Männer, ja. Oh, fuck, 20 Stutz. Ich sag's. Also die 20 Stutz kannst du auch in Getränk zahlen. Ich sag's sonst nie im Podcast. Ich sag's im Büro, sag ich's im Büro passiert aber im Podcast passiert's mir nie. Programm? Also Programm. Am 6. November in der alten Kaserne in Zürich
ist in der Nähe von der Langstrasse. Da kann man zu Fuß vom Hauptbahnhof her etwa 5 Minuten herlaufen. Das ist also überhaupt kein Problem. Es ist eine coole Location. Und 7:30 hätte ich gesagt, ist die Türöffnung. Am 7. ist die Türöffnung, 7:30 geht es los mit dem Warm-up. Ja. Okay, 7:30 Warm-up. Und dann werden wir eine rundstündige Folge aufnehmen vom Podcast. Oder? Vielleicht wird es ein bisschen länger als eine Stunde, aber so. We will see. Mal, oder? Yeah. Und dann, nachher dann tanzt der Michael Schweizer. Das ist, und zwar eine Stunde lang. Allein. Und das ist ohne Musik. Das ist ja nur ein Warm-up auf das, was anschliessend an Tanz von Michael Schweizer kommt. Dann wird es noch viel schlimmer. Dann singt der Michael Schweizer. Nein, das darfst du jetzt noch nicht verraten. Dann zuerst DJ Büssi. Ja, ja das, wir, das schauen noch, wir schauen dann noch, wie in welcher Reihenfolge war es. Und es könnte durchaus sein, dass ich nachher meine Band noch mitnehme. Ah. Das ist durchaus, weil das will man ja mal erlebt. Ja. Das wird man wirklich mal erlebt. Ja, das ist so wie, das ist so etwas wie bei 9-11 und so, wo man nachher sagt, wo weißt du noch, wo du bist, wo du das erste Mal der Schweiz und Band gesehen hast. Voilà. Der Büssi wird vor allem Drum and Bass auflegen. Ja, mal nicht Schlager. Nein, auf keinen Fall. Das würde ich nie machen. Ja. Und ja, wir werden natürlich noch ein paar Überraschungen parat haben, die wir noch aus dem Hut zaubern. Das ist klar. Und das, obwohl nur du einen anhast. Aber es ist wirklich, ich glaube, alle, die schon mal mit uns zu tun haben oder auch schon an anderen Show von uns waren, wissen, die ein oder andere Überraschung muss man fix damit rechnen. Es wird Special Guests geben. Absolut. Und ich jetzt schon sage, die 35 Franken oder 30, je nachdem, ob Stehplatz oder Sitzplatz, die sind sehr gut investiert. Ja, ja. Ich glaube, die würde man sonst für jeden von den einzelnen Special Guests nur schon zahlen. Ja, nur schon, wenn der Nacht Mitternacht Freiheitsstreichler kommen, angeführt vom Ueli Maurer. Das wird sicher ein Highlight sein. Und ich meine, also was wichtig ist für euch daheim, oder? Ihr müsst euch einstellen auf Party. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder? Ja. Der Podcast, das ist so, das muss ein bisschen warm werden. Am Anfang werden, ein bisschen warm werden, ja. Eis trinken und so. Und dann aber wirklich, also ich will jetzt das klöpfte Wegwort nicht brauchen, oder? Aber es soll so ein bisschen in die Richtung. Ja, also wir haben wirklich mega Bock, um mit euch richtig Party machen. Auch sicher seid ihr dran, über den Durst trinken. Ich werde müssen trinken, weil ich am nächsten Tag den Privalo moderieren kann. Also, schön Restalkohol rein. Schön mit Restalkohol rein, weil wer schon mal den Privalo geschaut hat, weiss, es ist nötig. Das ist übrigens die einzige Möglichkeit, dass sie darum herumkommen, den Stefan nicht für den Privalo müssen zu nominieren. Darum muss er einen, jetzt moderieren. Wir kommen die Preise moderieren und so gesagt, wir einfach verhindern, dass er einen gönnt. Ja, zu Recht. Wichtiger Punkt. Wo gibt es Tickets? Tickets, die gibt es online und zwar auf comedymander.ch, bei der alten Kaserne oder auf unserem Social Media Kanal. Alles selbstverständlich, alles überall verlinkt mit Flyer und allem. Und ja, be quick. Also, wir wissen es noch aus Kreuzlingen, was unsere Live-Show in der Minute, kann man fast sagen, eigentlich schon weg war. Mhm. Also, kaufen die Billets. Wir haben scheiß Freude, wenn ihr kommt. Wir werden dort sein, wir werden Party machen mit euch. Es hat wirklich coole Special Guests, die kommen, wo ich mich riesig drauf freue. Und vor allem einfach, ja, auch so ein bisschen als Dankeschön an euch zurück, für dass ihr euch... Ein schönes Dankeschön, wo man muss Geld geben dafür, dass haben wir bedankt. Tag ist mir 30 Stutz, ja, dann sage ich dir vielleicht Danke. Nein, es ist ja nicht so, dass wir die Location geschenkt bekommen. Also, reich werden wir nicht an der Nein, Marie, sondern, nein, also ihr nicht. Ja. Du nimmst ja deinen Namen, richtig. Ja, nein, aber es ist es ist wirklich... mit dem Abpfoten. Genau. Es wird nicht mich ein Schweizer Abpfoten. Ja, das ist auch noch, das habe ich nicht auf den Flyer geschrieben, Entschuldigung. Ja. Es gibt noch ein stündiges Meet and Greet mit dir allein, aber... Also du stehst dort, die Leute können kommen, können neben die Kanne stehen, dich heben, das Wetter machen und wieder gehen. Oh, wird das schön. Gott. Oh, ich liebe. Also holt euch Tickets, comedymander.ch, altikaserne.com oder gab ein Ticket an bei der Eventfrage. Richtig. Du hast den Flyer gelesen, hm? Natürlich. Schön.